Hi Leute, ich bin Blackjagger und heute zeige ich euch einen kleinen MC4-Hack. Falls ihr auf meine Seite gekommen seid, weil ihr nach einem MC4-Hack gesucht habt, weil ihr euch selber einen installieren wollt, ja, dann bitte verschwindet und geht euch vergraben, sonst hetze ich euch die Beschäftigungstherapie für böse Hacker auf den Hals. Das heißt, wenn ihr versucht, irgendetwas irgendwo zu hacken, dann werdet ihr zuerst mal von der Firewall geblockt, also es passiert nicht wirklich was. Dann werdet ihr zurückverfolgt von dem Programm. Und dann wird euch ein geiler Super-Cookie aufgebrummt. Und ja, der ist natürlich extrem schwer zu löschen. Und dadurch kriegt ihr einen digitalen Fingerabdruck. Ja, ihr könnt immer wieder zurückverfolgt werden und werdet als Hacker abgestempelt. Ja, auf jeden Fall, es ist kein normaler Hack. Es ist wie EP oder Killstreak oder Gate. Es ist einfach eine Haftgranate, die ca. 20 mal explodiert. Ja, und es ist hundertprozentig ein Hack, da der Typ das 10 bis 15 Mal ungefähr gemacht hat. Ja, haut rein Leute und bis zum nächsten Mal.